Hi, hier ist der Frank aus dem Putblockhamburg.de. Wir machen heute wieder einen Cocktail. Und zwar machen wir einen Basil Gin Smash. Wir brauchen ein bisschen Basil. Am besten so Stängel mit vielen Blättern. Einen brauchen wir nachher auch noch zum Verzieren. Dann brauchen wir natürlich auch ein bisschen Gin. Ich benutze hier heute den Gordons. Normalerweise habe ich ja immer meinen Bootsmann Dry Gin am Start, aber ich mag den Gordons auch ganz gerne. Als Equipment brauchen wir einen Jigger, ein Sieb zum Abseihen, einen Stößel zum Runterstößeln und ein Glas, das hole ich mir gleich. Ein bisschen Eis brauchen wir und natürlich einen Shaker. Als erstes brauchen wir unseren Jigger. Ich habe einen, der macht 2 und 4 Zentiliter. Dann brauchen wir 2 Zentiliter Zuckersirup, genau, den habe ich mir vorhin gemacht, wenn ihr das Vorvideo gesehen habt. Da war ich gerade dabei, den mir selber zu machen. Man kann ihn auch fertig kaufen. Ich tue mir jetzt 2 Zentiliter Zuckersirup hier in meinen Shaker, tue da meine 2 Blatt Basilikum rein und werde das Ganze jetzt hier so ein bisschen stößeln. Während ich hier jetzt am Stößeln bin, könnt ihr ja die Glocke betätigen, den Daumen geben, falls euch unsere Videos gefallen und uns auf jeden Fall abonnieren. Das wäre richtig klasse. So, ich stößel das hier eben und dann geht es gleich weiter. Ich brauche jetzt ein bisschen Zitronensaft. Ich rolle ja immer diese Zitrone vorab. So ein bisschen, ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Wahrscheinlich nicht. Meine anderen. Okay. Sagt die Chefin. So, jetzt muss ich die eben schnell aufschneiden und dann werde ich die mal kurz ausdrücken. Jetzt drücken wir uns die mal eben aus, weil wir brauchen 2 cl. Super, die haben wir schon. Ich mache aber die ganze, weil ich will ja heute 3 Cocktails machen. Also nach diesem Cocktail kommen immer in einem Eintagesabstand die nächsten. Ich brauche jetzt 2,5 cl von meinem frischen Zitronensaft. Das sind jetzt 2, die tue ich ja schon mal in meinen Basil-Zuckersirup-Gemisch. Brauchen wir noch einen halben dazu. So, geil. Den nehmen wir mal hier raus, das haben wir schön gestößelt. Ich habe natürlich wie immer unten eine Einkaufsliste gemacht. Da habe ich auch gleich reingeschrieben, wie man den ganzen Cocktail macht. Könnt ihr euch runterladen. Solltet ihr ein Problem mit dem Link haben, geht einfach bei mir auf die Homepage und ladet euch die Einkaufsliste von dort runter. Ich habe mir da jetzt schön viel Eis reingetan, mache meinen Shaker zu und dann müssen wir das Ganze 12 bis 15 Sekunden richtig schön shaken. So, jetzt nehmen wir das Ganze hier raus. Jetzt mache ich das extra auf dieser Seite, also dieses Stahlteil ist natürlich jetzt richtig kalt geworden. Ich nehme mir jetzt mein Glas, tue in mein Glas eine so eine große Eiskugel, ich finde die ja immer cool, und seile jetzt meinen Basil Cocktail hier drüber schön in mein Glas ab. Sieht geil aus, oder? So. Super, dann kommt da jetzt noch ein Strauch Basil dran. Mein Glas hätte ein Hauch kleiner sein können, aber ich finde, der sieht schon geil aus. Das ist mein Gin Basil Smash. Wie gesagt, unten findet ihr die Einkaufsliste. Gesehen habt ihr es jetzt ja, wie ich es gemacht habe. Super geiler, schneller Cocktail. Gut mit Gin. Gin ist ja eh gerade so ein bisschen in. Schmeckt auch hervorragend mit meinem Bootsmann-Gin, den ich habe. Echt genial. Solltet ihr unser Video gefallen haben von unserem Gin Basil Smash, gib uns einen Daumen. Hast du eine Frage dazu, schreib einfach unten in die Kommentare rein. Ich werde sofort beantworten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wir sagen Tschüss und Frank von putblockhamburg.de. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.